Na toll. Da haben wir aber ein bisschen wenig hier zum Anfang. Hier haben wir eine Werkbank. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomhobbits und Enderdom zu einem neuen Part Minecraft-Streamout mit dem Zwergenfürst. Na, wir haben hier nur Kies und Dreck und sind Scheißverlierer hier. Wir wollen mich nicht gewinnen sehen. Nur Erde und Dreck und Kies. Das ist diese gemeinen Fieslinge. Das ist faire Regeln kann man auch nicht machen, oder? Die anderen haben so eine schöne Naturlandschaften und ich habe hier halt irgendwie nur Dreck. Dreck geben sie mir. Ist irgendwie unfair, oder? Ein bisschen dolle, oder? Ein Graben. Okay, wir müssen irgendwie überleben. Nur mit dem Dreck, den wir hier haben. Ja, ich brauche irgendwas, womit ich arbeiten kann. Vielleicht können wir den hier ansprechen. Wird er uns irgendwas geben? Face Meat. Vielleicht können wir den irgendwie bestechen, dass der uns unterstützt. Was, die Zeit ist vorbei? Die Fiesen. Die gemeinen Wichser hier, das ist so. Oh Mann, das ist. Die haben nichts. Die haben wenigstens Schwerter. Ich stehe damit gar nichts. Komplett leer. Ja, fehlen da die Worte. Ein Angriff. Ja, ich bin unbewaffnet. Oh, woran das wohl liegt? Und tu, was du tun musst. Oh, diese Drecksäcke von Spielemachern, das ist. Bah! Na komm. Schalt mich aus. Okay. Da gibt wohl jemand auf. Vielen Dank. Sie gibt mir ihr Schwert. Ja. Haben wir doch eine Verbündete in ihr. Na dann. Okay. Sollen wir uns nicht gegenseitig umbringen? Ja, wir kämpfen nicht mehr. Wir werden keine Spielfigur von denen. Ja, das hätte es auch gebracht. Ist auch eine gute Sache. Wir kämpfen hier mit gegeneinander. Ja, wer der richtige Feind ist. Das müssen wir wohl erkennen. Ja, Perspektiven sind nicht für jeden was. Sieht aus. Adrian, halt die Klappe. Ich mach bei deinen Spielen nicht mehr mit. Schließt euch uns an. Gemeinsam. Gegen die Altener Bauer. Wir lassen uns von denen nicht wie kleine Spielfigürchen rumbewegen. Wir sind keine Marionetten, keine willenlosen Pappfiguren hier. Ausgenutzt, manipuliert. Dein Job, ja. I think I need some time to be my own boss.
Dein eigener Boss sein unter deren Fuchtel. Niemals. Ja. Jetzt betritt jeder die Plattform. Zusammen. Zusammen Sieger. Doch, das kann passieren. Doch, doch. Zugleich. Wir sind alle Sieger. Tja. Wen wollt ihr jetzt zu eurem Sieger erklären? Ja, ihr werdet jetzt keinen Weg finden, zu qualifizieren. Disqualifizieren. Und Hadrian gibt auf. Ich habe deine Betrügerei satt. Eure Betrügerei. Die machen doch alle mit hier. Als würden die anderen da nicht mit drin stecken. Ja, boom, wir haben gewonnen. Und wir haben euch überlistet. Ihr kontrolliert das. Genau, ihr seid. Ihr seid manipuliert. Ihr manipuliert das. Ihr kontrolliert das nicht, ihr manipuliert. Nicht ich habe gewonnen. Wir haben gewonnen. Aber gut. Den Atlas. Den brauchen wir. Vielen Dank, dass ihr auch noch ein bisschen Einsicht habt. Was zum? Was passiert denn hier? Ah, die beiden Bösen hier. Das war ja klar. Dass der Älteste von denen schon ein bisschen weiser ist und ein bisschen einsichtiger ist und der, die beiden Säcke da. Hadrian sowieso, aber sie, ja, das war auch schon klar. Gib mir den Atlas. Ja, so sieht's aus. Doch, das wird's. Och, diese verdammten Cheater. Was ist denn? Entscheide dich mal. Wechselt immer die Seiten. Diese grüne. Ein grünen Zug hier. Kennen wir den Namen? Ausweichen! So. So, jetzt bekämpfen wir ihn. Den Cheater hier. Kämpft mit unfairen Mitteln. Oh nein, 2 gegen 1. Das ist so unfair. Oh. Nein, 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 TNT. Weg da. Puh. Schnell reagieren. So, jetzt zeigen wir hier, wer hier der wahre Sieger ist. Oha. Uha. Y. Unten drunter. Zack. Ein Spiel, ja. Was für ein Spiel. Oh, ich habe noch sehr wenig Herzen. Ich habe einige schon verloren. Vergeben dir. Au, wei. Schlecht aus für mich. Ja. Kacke. Schlecht reagiert. Bin ich tot? Oh, scheiße. Er hat mich besiegt. Wie kann das? Ach du Schande. Ich hab gefehlt. Nein. Oh. Da haben wir ein paar Freunde, die uns unterstützen. Na dann. Ich wusste, dass ihr zurückkommen würdet. Dass du zurückkommen würdest. Ja, wir haben all unsere Schätze verloren. Waffen, der weiße Kürbis, das Herz und so weiter. Oh, neue Sachen, neue Waffen. Auf geht's in die zweite Runde, Hadrian. Wow. Tims Rüstung. So sieht's aus. Jetzt sind wir mal Tim. Wir werden den Hadrian
ordentlich vermöbeln. Jetzt sind wir echte Sieger. Verzaubertes Schwert, verzauberte Axt, verzauberte Spitzhacke, verzaubertes Schild. Ich nehme meine Axt. Zwerg mit Axt. Na, das sieht in einer fürstlichen Rüstung aus. Zwergfürst. Aktiviert. Hallo, Hadrian, ich bin wieder da. So. Ich bin viel stärker als vorher. Es ist Zeit, dass ihr eliminiert werdet. Mich zu besiegen hat euch gar nichts gemacht. Es hat mich nur noch stärker gemacht. Schwächt mich nicht, es macht mich stärker. So, Quick Damn Events. Und zack, der Cheater. Auch Cheater werden besiegt werden. Zack. Mit meinem Schild. Und zack. Da liegt am Boden. Und Bats. 2 gegen 1 ist immer noch unfair. Aber ich bin stark und mächtig. Ich kann noch 2 besiegen. Ich kann sie besiegen und ihn. Cheating wird euch gar nichts bringen. Eine kleine Mauer. Okay, die war nicht gut genug, die Mauer. Nein, eingebaut. Mist. Mich ruhig stellen. Ja, mich ruhig stellen. Ich hab die niemals mehr. So, jetzt wird die abgebaut. Ja, da bin ich wieder. Das kann sein. Zack, 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 zack. So, da ist sie weg. Und ihr in den Zahn mit ihr. Und da sind wir nur noch 2. Einer gegen einen. So muss es sein. Und X. Zack. Oh oh. Hoch. Dann schlecht reagiert. Und über dem Abgrund. Ah. Oh wei. Das war schlecht. Besser reagieren. Na, Freunde von hinten. Von der Seite. Von allen Seiten. Ah, die feuern uns nur an. Ah. Immerhin besser als nichts. Wir schaffen das. Wir werden ihn besiegen. Hadrian. Jetzt setze ich deinen Plänen ein Ende. So, verstanden. Auf geht's. Huha. So schlecht, aber. Weiter. Da ist er. Er fällt. Zwerge über dir. Kasaheimenu. So sieht's aus. Da fällt er hinein in den Tod. Zack. Das ist mein Inventar und sein Inventar. Hier, Dach, da seid ihr selbst mal. Wir fangen. Ne. Die kommt da nicht so leicht wieder raus. Na. Ja, die gehen nirgendwo mehr hin. Jetzt ist es vorbei. Das Spielchen ist beendet. Game over, Hadrian. Mein Lieber. Well done, Jesse. An excellent job. Thanks, Otto. You have truly shown my friends and I. Ja, der Otto. Der ist zumindest noch ein guter. Das haben wir alle getan. So sieht's aus. Alle gemeinsam konnten den besiegen, konnten hier herauskommen. Allein hätte ich es nicht geschafft, da war ich das erste Mal schon. Die Hände ordentlich zusammengefaltet. Ja, tut mir fast ein bisschen leid. Fast. Zombie große Hühner oder Hühner große Zombies. Da
Da sind wir wieder zurück und wir haben scheinbar den Atlas. Ah, alle gehen in ihre Welt und zurück. Na, hervorragend. Everyone that wants to go home anyhow. Except you folks, that is. I can't believe ja, wir sind noch nicht zu Hause. Actually want to stay and keep playing the games. Thanks to you, my intrepid new friend, I can actually work on. Immer wieder gerne. Wir helfen immer gerne. Wenn Not am Mann ist, dann ist der Ohren des Schweines, der zweite Ohren des Steins, da, um zu helfen. Das will man noch stark hoffen. Ja. M möchte nach Hause. Dann wird sie nach Hause gehen. Dein Zuhause wartet. M, geh nach Hause. Ruh dich aus von den Abenteuern. Komm mal an. Es muss noch ein paar Entspannungsmomente geben. Entspann einfach mal. Ein Abenteuer. So sieht's aus. Aber erstmal ankommen. Erstmal ausruhen von den Abenteuern. Hey, Ivor. Oh, hello. Ausspannen. What you doing? I was just observing Harper. All by herself. Over there. She seems lonely. Und verabschiede dich von Harper. Hey, Harper. Oh, hey, Jesse. Jetzt gehen alle wieder ihre Wege. Und wir gehen nach Hause. Ja, Abschied nehmen. So sieht's aus. Ja, mach nichts Dummes. Das ist immer eine gute Idee. Oh, I agree with you there. I've realized my instincts aren't always the best. Ja. Auf die Instinkte hören war auch noch nie was Schlechtes. You'll be fine. You'll be fine. Getting over the I was a bad guy hump can be awkward, but hopefully. Ja. Was soll man dazu sagen? Right back into their lives. Right, Jesse? Ach, was soll ich da noch sagen zum. Ich hätte mich da mal raus. Take care of each other, all right? And I'll see you around. Morgen. Bye, Harper. Yes, goodbye. Morgen. Come on. Gummelt ein bisschen. So. Sagt euch tschüss, Leute. Oh, da ist jemand verknallt. Verliebt, verknallt. Ivor und Harper. Das gibt doch ein gutes. Ein gutes Paar ab. Warte, Moment mal, ist der Atlas rund? Das ist doch hier eine Kurve. Eine elegante Kurve hier in Minecraft. Kann das sein? Ein runder. Ja, das ist eine Rundung in Minecraft. Ich glaub's nicht. Hallöchen? Das ist doch nicht echt. Buch bringt uns nach Hause. So, magische Buchstaben, die uns den Weg weisen. Wow, und dann geht's in das Portal dort, dieses Portal fürs nach Hause. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass unser Portal orange ist. Aber ja. Hätte ich an eine Farbe grün gedacht. Natur, Welten und so weiter. Na dann. Auf geht's, nach Hause, durchs Portal. Ja, scheint, als wären wir wieder angekommen. Oder nicht? Da sind wir, in unserer Halle. Daheim, zu Hause. Jesse, look, can you believe it?
Ich hab's geschafft. Nice. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, Leute. Muss ich einfach mal sagen an dieser Stelle. Huha! I'm just so glad we're all back together. That Atlas is so cool. Ja. I'm glad Otto let you keep it. Fabulous, yes. And that's not all we got. Seriously? What else did you get? Yeah. Ja. Show him, Jesse. Mir fehlen da auch ein bisschen die Worte. Naja, platzieren wir mal unsere Gegenstände. So. Flint in Steel, der Feuerstein. Platzieren. Portal, Atlas, Sweatstone, Herz, der weiße Kürbis. Die Krone der ewigen Quelle. The enchanted Flint and Steel. The one that started the whole thing. Ja, damit hat es jetzt angefangen. Haben es gefunden und dann haben wir uns durch die Portale begeben. Die Krone der ewigen Quelle. The magical source of all of Sky City's precious materials. In meiner Reihenfolge geordnet. Das Huhn. Der weiße Kürbis, die vielen Morde, die vielen Toten. Und Cassie. The White Pumpkin. Das war ein Abenteuer. Cluedo in Minecraft. Und das Redstone Herz. Parma, Harper. Und alles drum und dran. Die Abenteuer des neuen Ohren. Des Steins. Und zuletzt den Atlas. So sind wir wieder zurückgekommen. I wonder what Sorin would have thought of it. So much power contained within such a tiny hut. Ja. Sorry. Ja, die Ruhmeshalle. Verbesserung der Stadt. Ja, schauen wir mal dahin. Hang on. Ja, hang on. Genau. Stimmt. Leute. Ein Dieb? Ach, Ivor. Er hat das Zeug genommen und verschwindet. Ach. Er soll ihn haben. Lass ihn doch, das ist. Elvo. Der soll weiter Abenteuer haben. Der geht weiter durch die Portale. Naja. Gehen wir nach Hause. Kommen wir nach Hause. Zurück in die Stadt. Ja, der Tempel. Der Tempel des Orden des neuen Steins. Der neue Orden des Steins. Episode 8, das Ende einer Reise. Schaut so aus, als hätten wir Episode 8 beendet. Die letzte Episode. The End. Oh man. Das schaut wirklich so aus, als wäre das Ende von Minecraft Story Mode. Ja. Eine neunte Episode gibt es hier nicht im Spiel, zumindest in der Switch-Edition. Ja, kommen wir zu einem Fazit, zu einer Bewertung und zu einem Ende. Das tut wirklich am Ende eines Projekts immer fast ein bisschen weh. Nicht nur fast, sondern wirklich ein bisschen weh, das Projekt so zu beenden und zu sagen, jetzt ist Schluss, aus und vorbei. Aber gut. Es kommen neue Projekte und alte müssen beendet werden. Wo eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue.
Na dann, was soll ich sagen? Fazit. Viel brauche ich da nicht zu sagen. Es ist ein wundervolles Abenteuer. Rund um die Minecraft-Welt gestrickt, geschrieben, um die Welt geschrieben. Ja, Abenteuer, die man sich nicht besser ausdenken hätte können. Ja, der weiße Kürbis zum Beispiel, mein Lieblingsabenteuer. Die ganzen Leute, die man gesehen hat jetzt hier in den Abenteuern, ich kann sie nicht alle aufzählen. Viele hat man kennengelernt, viele sind gestorben, na nicht viele, aber einige. Die Elegard, die ist gestorben, zwei Tote hat nur Elegard und Ruben. Entscheidungen wurden getroffen, manchmal gute und manchmal schlechte. Oder halt nicht so gute, schlecht, weiß nicht, ob die schlecht waren. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem Abenteuer, mit Minecraft Story Mode. Es kann nur eine sehr gute Wertung geben. Ich wüsste auch nicht, was ich da wirklich zu bemängeln hätte. Ja, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und die Zeit ist verflogen wie im Flug. Verflogen wie im Flug, vergangen wie im Flug. Es war einfach, ja, wundervoll. Minecraft Story Mode. Da müsste ich eigentlich fast schon eine 100% Wertung geben. Ja, ich meine, es war nicht langweilig. Vielleicht ein bisschen, ja, dadurch, dass man nur klicken konnte, die Entscheidungen auswählen konnte, nur die A, B, X, Y Tasten drücken konnte und nicht wirklich Entscheidungsfreiheit hatte, sozusagen auch mal. Hoppala, da ist mal zwischendurch die Kamera irgendwie ausgegangen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt mitgeschnitten wurde, wie viel da jetzt irgendwie rausgefallen ist, dadurch, dass die Kamera ausgegangen ist. Jedenfalls mal kurz zusammengefasst. Sehr gutes Spiel, sehr schöne Abenteuer. Hat mir gefallen, kann ich nur eine sehr gute Wertung geben. Fast 100% müsste man da geben. Ein Punkt, wo ich dran rummeckern müsste, aber das Meckern auf hohem Niveau, muss man wirklich sagen, ist so ein bisschen, ja, die Entscheidungsmöglichkeiten. Da hätte ich mir mal was gewünscht, was wirklich so ein bisschen krass wird, was eine falsche Richtung geht, wo man auch wirklich sagen könnte, ja, ich bin jetzt mal böse und hau da mal was raus und mach mal wirklich hier Detroit Become Human, gerade ein sehr gutes, aktuelles Spiel, das es sehr gut vormacht, dass man halt auch wirklich alles versauen kann, dass man halt auch wirklich durchlaufen kann und sagen kann, jetzt stirbt Axel, jetzt stirbt Olivia, jetzt geht das alles den Bach runter, ich bin ein Anti-Held, ich hau hier alles raus, ich versau alles, ich fange gar nicht erst an, gut zu werden. Die Möglichkeiten gab es jetzt hier nicht wirklich, aber ja, meine Güte, ist Minecraft Story Mode, was haben wir uns erwartet? Das Spiel ist auch schon ein bisschen älter, also ein kleiner Abzugspunkt. Aber insgesamt war es ganz zufriedenstellend. Es hat mich sehr erfreut, dieses Spiel zu spielen. Es wurde wirklich nicht langweilig. Also die Zeit verging wie im Fluge. Mal fortsetzen, da kommt noch was. Schöne große Zombies. So schaut's aus. Zombies so groß wie Hühner. Och, der Kleine. Wie süß. Süße kleine Zombies. Obwohl zombie-große Hühner wären bestimmt auch lustig gewesen. Und die sind doch klein. Putzig Zombies. Ganz süße und tote Leute. Und da sind wir wieder im Hauptmenü. Minecraft Story Mode. Das war Minecraft Story Mode.
wir schauen es uns nochmal an, was wir so gemacht haben. In einem Schnellüberblick. Episode 1, der Orden des Steines. Episode 2, Montage erforderlich. Episode 3, am allerletzten Ort. Episode 4, zwischen Block und Amboss. Episode 5, immer her damit. Episode 6, ein Portal ins Mysterium. Das muss wahrscheinlich der weiße Kürbis gewesen sein. Zugang verweigert in Episode 7. Das war Parma. Und Episode 8, das Ende einer Reise? Fragezeichen. Und nun jetzt in diesem Fall auch ein Ausrufezeichen. Dies ist das Ende von Minecraft Story Mode. Es tut mir richtig schwer, mich zu verabschieden, aber Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Projekt wieder. Da kommt demnächst was auf euch zu auf meinem Kanal. Bleibt dran. Man sieht sich im Anschlussprojekt, wie man so schön sagt. Ja, es tut weh, Tschüss zu sagen, aber ein Tschüss, wie schon gesagt, bedeutet immer ein Hallo für was Neues. Also nicht traurig sein, sondern lächeln, weil was Neues kommt. So. Du musst Schluss machen, Zwergi. Du musst das beenden. Haut da rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ach ja. Abschied fällt immer schwer.